Ich war 20 Jahre jung und mit dem festen Plan, eine große Künstlerin zu werden, nach Paris gekommen. Sous le grand chapeau gris de Wey, mit all den Klagen aus dem Heer, dans les rachements des frères de Bébé et Tondé. Trug man vom Boulevard Saint-Germain in die Rue du Dragon ein, kam man zu der kleinen, aber weltweit bekannten Librairie Calligramme von Fritz Picard. Menschen jeglicher politischer und künstlerischer Richtung, Herkunft und Nationalität. Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen erweiterten meinen Horizont geradezu explosionsartig. Ein Spektakel für die, die ihre Augen nicht in der Tasche haben. Meine Augen hatte ich noch nie in der Tasche stecken, aber in Paris wurden sie weit und weiter, groß und größer.